War das nicht krass am gestrigen Muttertag? Am Samstagmorgen hatte man doch das Gefühl, man ist gefühlt im Winter. Und am Sonntag gestern, man ist im Hochsommer. Grüße Sie und grüße euch. Und jetzt wird es nass in der Woche. Wir schauen die nächsten 3 Tage inklusive heute kurz ausführlich an. Den Rest der Mittelfrist, der Langfrist, wie es weitergeht und der Modellbetrachtung, das machen wir dann später. Die Modellbetrachtung an sich jetzt für die kommende Nacht sieht wie folgt aus. Da haben wir vor den Toren Europas ein Tief, hier dieses warme Hoch. Wir sind noch in einer südlichen bis südöstlichen Strömung, die warme Luft zumindest mal in den Osten Mitteleuropas transportiert. Und um dieses Tief herum kommt schon kühlere Luft. Eine Luftmassengrenze baut sich langsam auf. 2 Tage später, am Donnerstag um 2 Uhr, ist das Ganze verschwunden. Hier diese Tiefdruckkette gräbt sich in Europa ein und führt um diese Tiefs herum nördlich von uns die warmen Luftmassen wieder in diese Systeme rein. Auf der anderen Seite kommt feucht-kalte Luft nachgezogen. Das heißt, es werden immer wieder Niederschlagsgebiete entstehen, Schauer- und Gewitterzonen, wo dann im Nordosten die wärmere Luft liegt und im Südwesten die kühlere Luft. Und im Westen haben wir es heute und Südwesten schon mit Regen zu tun. Von der Alpen-Südseite der Schweiz bis zu unseren Nachbarn westlich von uns fällt schon Regen. Ansonsten sind noch einzelne Schauer aus der Nacht unterwegs. Im Laufe des Tages entsteht dann hier so eine ganz, ganz schwache Zone mit der Möglichkeit punktuell kräftiger Schauer und Gewitter, die lokal unwetterartig ausfallen können, aber nur wenige und nur ganz vereinzelt in diesem Gebiet, das sich etwa von Nordwürttemberg dann über Franken bis rauf an die Ostsee zieht. Südwestlich davon regnet es sich im Laufe des Tages ein und östlich davon bleibt alles beim Alten. Die Sonne scheint und der Regen auf der Alpen-Südseite zieht langsam über Südtirol Richtung Osttirol. Der Wind ist ziemlich durcheinander. Erstmal der kräftigste Wind im Nordwesten. Da weht er aus südwestlichen Richtungen und dann laufen die Winde teilweise gegeneinander. Das ist eine sogenannte Konvergenz. Wind von da, prallen aufeinander, kann nicht ausweichen, geht nach oben, steigt auf und es bilden sich Regengebiete und oder Schauer und Gewitter. Die Temperaturen erreichen im Osten nochmal 23 bis 30, sonst 16 bis 22 Grad. Im Regen sind es nur noch 10 bis 15 Grad. In der kommenden Nacht zieht sich denn dieses Regengebiet in den Norden rein. Später hört es auf zu regnen. Auf der Alpen-Südseite regnet es weiter und so starten wir in den morgigen Dienstag im westlichen Alpenraum mit Regen, der sich bis Rheinland-Pfalz, Saarland und dann NRW erstreckt. Auch Richtung Schleswig-Holstein regnet es immer mal wieder. Dazwischen gibt es ein paar Wolkenlücken. Und dann haben wir wieder diesen ominösen roten Streifen, der sich diagonal über die Mitte zieht, wo lokal wieder kräftige Schauer und Gewitter entstehen können. Östlich davon bleibt alles beim Alten mit Sonnenschein und kräftigem Südwind. Auf der anderen Seite drückt dann der West- bis Nordwestwind rein. Der wird kühler und hier laufen die Winde wieder gegeneinander, wieder die Konvergenz. Vor der Konvergenz sind es bis zu 27 Grad, danach 11 bis 18, im Dauerregen 10 Grad maximal, also 7 bis 10 Grad. Dann kommt der sehr, sehr kühle Mittwoch. Wir haben deutschlandweit viele Wolken und vor allen Dingen in der Mitte und im Süden regnet es länger anhaltend und ergiebig. Diese wiedermals ominöse Zone mit den roten Gebieten und kräftigen Schauern und Gewittern erstreckt sich von Vorpommern über Berlin, Brandenburg, östliches Sachsen bis nach Schlesien rein, wo eben die kräftigen Gewitter entstehen können. Westlich von uns, da sind ein paar Wolkenlücken dabei, aber auch nur hier. Im Alpenvorland weht starker bis stürmischer Westwind. Zusammen mit Regen und sehr kühlen Temperaturen ist das eine mega ungemütliche Angelegenheit. Auch sonst haben wir recht kräftigen und kalten Wind. Die Temperaturen erreichen im Dauerregen 5 bis 10, sonst 11 bis 17. Davor nochmal 18 bis 24 Grad. Schauen wir kurz noch auf den Donnerstag. In der Osthälfte bleibt es einigermaßen warm mit 14 bis 22 Grad. Nur wenigen Schauern, Sonne und Wolken. Sonst regnet es vor allen Dingen nach Westen zu weiter bei nur 5 bis 13 Grad. Mehr dann später. Bis dahin.